Alright. Wir schauen uns das Video an von unsympathischer wie Erfolgsgeheimnis. Geheimnis. Hier nochmal einen Kill machen, Digga. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich das TikTok-Video. Das heißt, ich schaue mir heute TikToks an, die ihr mir eingesendet habt. Aber ich habe heute noch einen Spezialgast dabei. Und dieser Mann steht für eine Sache. Und zwar für... Ich begrüße mit einem ganz lauten Applaus meinen Co-Kommentator für heute. Was kann für Sie tun? Oh mein Gott. Bitte jetzt nicht mehr klatschen. Dog, lange ist es her, dass wir nur zu zweit auf diesem Kanal hier saßen. Wie geht's dir? Darf ich ganz kurz auch noch meine eigene Begrüßung raushauen? Ja. Ich habe mir nämlich was überlegt. Warte ganz kurz. Oh no. Guck mal bitte kurz weg. Hey, kommt da noch was? Junge, was machst du? Es kann losgehen. Guten Morgen, guten Mittag, oh Mann, mein Gott. Guten Abend, liebe oh Leute. Mein Gott. Ich muss wirklich sagen, heute geht's wieder voll zur Sache und zwar mit einer Episode TikTok. Warte mal, ich glaube, ich hab's gleich. Scheiße, die Perücke ist abgefallen. Okay. Boom. Alter. Power. Also, wir müssen auch sagen, dass wir sehr gespannt sind. Achso. Ich sag, wir sind, und dann sagst du, sehr gespannt. Okay. Tipps, cool. Aber das steht ihm schon so ein bisschen. Und die Perücke könnte er schon öfters rocken. Auch mal so ein Alter. Und dann sagst du, sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten TikTok. Let's go. Ach du Scheiße. Es gibt ja unterschiedliche Zielgruppen auf YouTube, sag ich mal. Und Knossi hat hier sozusagen die erste, nächste Generation abgeholt. Wenn jemand komplett Deutschland bedient, von jung bis alt, dann ist es wirklich Jens. Ich muss wirklich sagen, Jens, Respekt, Digga. Hatten wir nicht neulich auch noch so einen Party-Livestream auf TikTok? Wow! Hey, was geht da? Ja, ihr habt richtig gehört. Finde ich eine coole Sache. Anomin. Als neue Exklusiv. Okay. Oh Mann. Wer hat das Standard-Skill angetan? Und ich sag dir eins, ich hab schon des Öfteren in unserer Freundschaft mir Sorgen gemacht, ob du jetzt gerade am Luftholen bist. Aber wenn ich mir bei einer Person keine Sorgen machen muss, dann ist es Standard-Skill, oder? Manchmal, das ist... Weißt du, was ich aber auch nicht schlecht finde? Die AMG-Fälle in seiner Seite. Alter, immer wenn so Leute Felgen im Hintergrund haben, ey, ich noch nie gesehen, jetzt zum ersten Mal, das sieht so aus, als wäre das geklaut, wie diese Schilder, die voll viele zu Hause haben. Ich kenne richtig viele, die haben no joke ein Schild geklaut und haben das im Hintergrund jetzt immer stehen. Oder im Zimmer generell. Also betrunken einfach mal ein Schild geklaut. Noch in deinem Background, Dog. Ich hab die Idee, wir zünden dir eine geile AMG-Rim hinten rein oder dort. So geil. Machen wir weiter mit dem nächsten Tiki-Tag. Hast 100 Likes mehr? Ich hab 100 Likes mehr. Check mal, dein Style-Outfit ist nur ein Hundescheiß wert. Ich habe so viel Sneaks, bitte mal draußen und ohne Magie. Wild. Wenn es jemanden gibt, der da draußen mittlerweile wirklich Millionär ist, dann ist es einer. Und zwar Apo Red. Apo YD. Ich bin Millionär. Und hier, ich find's auch sehr... Der wichtige Hase ist Millionär. Der wichtige. Hat meine ganze Straßenabsperrung geklaut. Ja, beim Drop. Nee, Insi-Modus ist aktiviert. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe schon von vielen Städten gehört, die sehr gefährlich sein sollten. Es war ja wirklich jahrelang der Frankfurt auch noch auf Platz 1. Ja. Aber Schleswig hat mit diesem Ding nicht nur aufgeholt, sondern auch noch überholt. Rutsche Theorie, jetzt wird der Mord. Sieht voll schön aus da. Mein Schwein pfeift. Schleswig holt schon sie. Oh Gott. Power! Power! Das ist eine so Sache, cool, ganz wichtig. An alle Leute, die jetzt hier zuschauen und aus Schleswig kommen, bitte unterschreibt den Vertrag. Passt auf euch auf. Soll ich das auch machen? Irgendwie inspiriert mich das hier. Naja, was soll ich sagen? Boah, warum bist du sauer? Bin ich dran? Ja, du bist dran. Wenn es ums Thema Einbauschränke geht, dann könnt ihr gerne auf mich zukommen.
Nee, wirklich. Grüße gehen raus an unsere Kollegen. Sydney, Willi und an Elis Freundin. Krasse Nummer, die ihr durchgezogen habt. Und es wäre jetzt schon übel mies, wenn wir diesen Tanz nach all der langen Zeit mal nachmachen. Den Tanz werde ich nicht nachmachen. Wann war der hier? Hi, meinen Sie, die Kettensäge ist ausreichend? Ausreichend für was denn? Um das Eis zwischen uns zu brechen. Oh mein Gott. Der war aber gut. Der war gut. Und ich muss wirklich sagen, guck mal, das Lächeln von ihr. Den fand ich gut. Die dachte sich so. Du Hundesohn. Aber auch nicht schlecht. Aber du siehst so gerade deinen Anmachsprung? Ja, natürlich. Bro. Der hat gezogen. Bro, sie ist in einem Toys R Us. Trikot! Und das Letzte, worauf die Bock hat, ist, dass sie angesprochen wird im Laden, oder nicht? Du weißt ja, ich fange jetzt im Toys R Us Kettensägen. Das ist ja für Kinder! Oh mein... Das ist keine richtige Kettensäge. Oh mein Gott, Nico. Oh Gott. Ey, aber ehrlich, in dem Blick siehst du, sie fand es nicht schlecht. Ja, sie fand schon witzig. Ja, sie fand es auch nicht schlecht. Aber weißt du, was ich am besten fand? Weißt du, was ich glaube? Der Typ hat ihn danach gebeten. Morty, look at this. Stop. This house looks exactly like yours. Wait, what? They even have your bedroom window up there. Ja, hör mal nicht. Das sind die Clips, wo ich wirklich sagen muss. Hey Nico, Jens hier. Einmal kurz tief durchatmen, bevor man was dazu sagt. Das sah witzig aus. Mensch. Hey Nico, dein Pietro hier. Ich wünsche dir eine gute Besserung. Hey Nico, Carsten hier. Ich wünsche dir gute Besserung. Hey Nico, hier ist Sido. Gute Besserung, große auch von mir. Obwohl, die kann man eh nicht mehr helfen. Ey, ich freue mich auf Zone 2.0. Ja, der Moment, wenn einfach der Besuch weg ist. Oh. Aber das kenne ich. Ey, ohne Spaß, das ist mir wirklich selber auch schon mal passiert. Ich hab mir einfach in die Hose geschissen. Shorty, your little body. Shorty, my little boo thing. Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna Okay. Dieses Lied noch dazu, Digga, dieses. Ich schlafe heute nicht auf dem Sofa. Was ist das für ein TikTok? Dafür sollte ich jetzt kommen. Mhm. Ja, das ist ein TikTok. Hast du überhaupt schon die Sekunden danach angehört von dem Video, die ich gesagt habe? Was habe ich gesagt? Dass du nicht auf dem Sofa schläfst. Genau. Und was habe ich für einen Move gemacht da davor? Ich habe pausiert und bin rechtzeitig aus dem Video raus, weil ich weiß ganz genau, dass das eine Sache ist, die ich nicht unterstütze. Solange das verraten wir aufgrund von der Aktion heute nicht auf dem Sofa pennt. Das bin ich. Wie heißt dieses Lied auf TikTok? Ich mache einen TikTok damit. Ich glaube, ich reagiere auf das TikTok mit meinem Baseballschläger zu Hause und dann irgendwie sowas. Who the fuck ask oder so ein Shit. Davon gibt's nämlich einen Sound. Freak, freak like you, dog, man. You're the motherfucking freak, man. She won the F-R-E. Ich schwöre. A-K. Ich wusste bis heute nicht, dass Jeremy ein Programm verkauft. Aber dass du da seit Tag 1 Kunde bist, schockiert gerade. Wer ist Jeremy? Daniel Schredinski, Daniel Schütz, Jeremy Fragrance. Ab wann entscheiden wir eigentlich, wer wir sind? Dann möchte ich auch ins Bett gehen. Heute wäre ich nicht alt. Ich werde heute nicht auf dem Sofa schlafen. Die Leute haben mich gefragt, aber ich glaube, es ist Zeit, dass Latzo und ich ein paar Baddies rausholen. Baddies? Every time he leave me alone, he always tell me he miss it. He wanna F-F-R-E. Und an der Stelle sind wir mal wieder. Aber das Auto, uff, das sieht, das, also das hier ist auch krass. Das in Real Life, by the way, das existiert. Einmalig, wurde versteigert, aber sieht schon sick aus. Sind wir mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls Rufus. Ihr auch mehr Videos mit Nico wünscht und jetzt wirklich mit Bedacht in die Tastatur hauen, dann lasst es uns unten in der Kommentarsektion wissen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Alter, wegen der Zeit. Gutes Video.